Wir sind losgelaufen. Und das ist eine richtig nervige Straße. Das da vorne, das ist ein Schrotthaus. Ein portugiesisches Schrotthaus. Weil da sind keine Fenster und sowas drin und Türen, aber ein Auto steht da. Das heißt, das ist bewohnt. Und da drüben, da ist eine portugiesische Kuh, die richtig fett ist und mit Hörnern dran und sowas. Der läuft hier komplett frei herum, ohne abgezäunt zu sein. Ach ja, da drüben ist noch eine portugiesische Kuh. Das hier, das sind portugiesische Schweine. Die sehen immer noch anders aus als deutsche Schweine. Guck mal, da drüben steht ein freilaufender Esel rum. Der guckt uns an. Das hier, das ist ein verschimmelter Haus. Der hat ganz viel Schimmel dran und sowas. Und der ist vielleicht bewohnt. Der soll mal leise machen. Genau. Guck mal, das hier vorne, das ist eine portugiesische Straße. Und hier sind keine Fußwege. Und das ist hier, das sind hier zwei Scheißsteinwände. Das heißt, er muss hier durchlaufen. Und wenn hier gleich dann zwei Autos oder Busse oder LKWs langfahren, dann passt mein Wagen nicht durch. Guck mal, wir haben eine portugiesische Eisenbahn gefunden. Man muss immer mit dem Finger auf Leuten zeigen. Das ist ganz wichtig.